Wurm. Ich war auf der Arbeit, als ein heftiger Sturm losging. Zuerst war es nur Regen. Bald darauf zog ein starker Wind auf. So einen Sturm hat es seit Jahren nicht mehr gegeben. Plötzlich erzählte mir mein Kollege, dass jemand in der Nähe meines Autos herumhängt. An diesem Tag hatte ich es auf der Straße geparkt, gegenüber von meinem Büro. Wütend und besorgt eilte ich hinaus in den Regen. Es war niemand in der Nähe meines Autos. Aber als ich mich ihm näherte, bemerkte ich, dass etwas anderes war. Jemand hatte die Dachluke meines Autos geschlossen, die ich am Morgen offen gelassen hatte, damit das Wasser nicht eindringen konnte. Nach Katrina. Der Hurricane Katrina zerstörte das Haus von Joanna. Aber das war nicht das Schlimmste. Die junge Frau musste bei ihren Eltern einziehen. Sie war verzweifelt, aber der Grund dafür war nicht ihr verlorener Besitz. Während des Hurrikans war ihre geliebte Katze Simone verschwunden. Joanna wusste nichts über ihr Schicksal. 6 Jahre vergingen, aber die Frau dachte nie daran, sich ein anderes Haustier zu kaufen. Eines Tages bekam Joanna einen Anruf. Ein Mann stellte sich vor. Er war von der Humane Society of United States, einer bekannten Tierschutzorganisation. Er informierte Joanna, dass ihre Katze gefunden wurde. Als die schockierte Frau kam, um Simone abzuholen, erkannte die Katze sie auf den ersten Blick und eilte auf sie zu. Heutzutage sind Joanna und Simone unzertrennlich. Die Geschichte eines Verkäufers. Ich arbeite in einem Bekleidungsgeschäft in Boston und dort ist noch nie etwas Besonderes passiert. Dann, eines Tages, hatte ich 2 Kunden. Es war ein schönes Paar, ein großer Mann und eine nette Frau. Der Mann hielt die Hand der Frau, die sehr schüchtern wirkte. Die ganze Zeit über blieb sie nah an seiner Seite. Der Mann fing an, mir zu erklären, was sie brauchten. Es waren ein paar Kleider für die Frau. Ich fand die ganze Situation äußerst seltsam, denn es war der Mann, der die Farbe und den Stil der gesuchten Kleidung beschrieb. Er erwähnte, welche Größe sie benötigten und legte fest, dass der Stoff sehr weich sein musste. Daneben schwieg die Frau. Ich ging los, um nach den Kleidungsstücken zu suchen. Die ganze Zeit, in der ich Röcke, Kleider und Hosen auswählte, dachte ich darüber nach, wie herrisch der Mann war. Schließlich ließ er seine Partnerin kein einziges Wort sagen. Als ich zurückkam, nahm der Mann die Kleider und dankte mir. Danach nahm er die Hand der Frau und führte sie vorsichtig zu den Garderoben. Und in diesem Moment dämmerte es mir. Die Frau war blind und der Mann tat alles, was er konnte, um sich um sie zu kümmern. Ein armer Mann. Wir waren mit meinem Freund auf einer Reise durch Afrika, als dies geschah. Eines Tages trafen wir auf einen armen Mann. Er war hager und erschöpft. Wir fragten ihn, wie man zur Post kommt, und er zeigte uns den Weg. Danach begann mein Freund ein Gespräch mit dem Mann. Wir erfuhren, dass er seit 2 Tagen nichts gegessen hat. Mein Freund bot dem hungrigen Mann sein Sandwich an. Und das Erste, was der arme Mann sagte, war: Hey Jungs, wir können es in 3 Teile teilen. Deine Freundlichkeit zahlt sich aus. Dies geschah an dem Tag, an dem ich zu einem Vorstellungsgespräch fuhr. Es war die letzte Phase des Bewerbungsverfahrens und ich musste mich an diesem Tag mit dem höchsten Chef treffen. Ich war unglaublich aufgeregt, da es mein Traumjob in einem großen Unternehmen war. Auf dem Weg dorthin sah ich eine Frau. Sie stand am Straßenrand in der Nähe ihres Autos und sah sehr verzweifelt aus. Einer der Reifen ihres Fahrzeugs war platt. Ich wusste, dass ich wahrscheinlich zu spät zum Interview kommen würde. Trotzdem hielt ich an, um ihr beim Reifenwechsel zu helfen. Sie dankte mir und ich eilte zum Interview. Stell dir vor, wie überrascht ich war, als ich herausfand, dass sie meine Interviewerin ist. Sie war die CEO des Unternehmens. Es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, dass ich den Job bekommen habe. Hey, wenn du eigene Geschichten hast, erzähl sie uns unten in den Kommentaren. Vergiss nicht, den Like-Button zu drücken, wenn es dir gefallen hat, und es deinen Freunden zu zeigen. Klick auf Abonnieren und komm zu uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.